Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid, hiermit beendet sein. Lasst das Ahnenfest beginnen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 3. Wild Hunt und diesen dummen Ertrunkenen und den Wasserwald. Wir sind im letzten Part bei der Nebenaufgabe stehen geblieben mit Ciri und besser gesagt ihrer Geschichte. Oh Gott, wie stark die ist. Muss das so sein? Ich glaube gerade ja. Nö. Jetzt reicht's mir. Nein, hier, friss. Hey, warum kann die durch ihn? Ja, klar. Warum kann die durch mein Schild hauen? Das geht gar nicht klar. Aber eben, wir waren beim Baron, also wir haben für die Herrinnen den Dämon aus dem Ball ausgetrieben. War auf jeden Fall schnieke, muss ich sagen. Und jetzt müssen wir die Zeremonie hier. Hört ein Geräusch, wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Wer bist du? Wer weiß es? Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen! Oh Mann, die lernen es auch nie. Seht ihr? Die haben gar keine Sonne hier. Darf ich mal übernehmen? Danke. Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit.
Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funke, welche Gestalten lauern im Dunkel? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn, jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funke, welche Gestalten lauern im Dunkel? Erscheinungen, der heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Bleibt doch einfach dort. Ich mach das schon. Kein Thema. Nein. Ich hab da eine Idee. Wie wär's mit Erden? Fangen Sie mit dem Erden. Nein. Und jetzt mit schönem Erden-Style durchmarschieren. Ja, ja, komm. Ja, komm, komm in den Erdenkreis. Dann fahren wir ihm einen neuen. So, und das war's. Juhu, ich sagte doch. Das klären wir. Naja, das Handfest ging in die Hose leider. Halbwegs. Oh, alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut, ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Okay, Zeremonie ist nicht geglückt. Schade, schade. Oh Mann, was ist denn hier unten? Nehmen wir mal mit. Hab wieder genügend Platz, auf jeden Fall. Ja, nö, ist klar. Wir kommen hier nicht durch. Es klart auf. Ach, finde ich aber schön. Ja, das Ahnenfest ist eigentlich nicht so spektakulär. Eigentlich sollten wir dem Baron hinterher, aber nee. Finde ich eigentlich gar nicht gerade. Ich würde da gerne die anderen Missionen danach noch klären. So, scheiße. Falscher Knopf. Wo müssen wir hin? Dort drüben hin, okay. Am nächsten ist das Waisendorf, okay. Nehmen wir mal danken dann. Könnte ja sein, dass wir noch weiter hätten weggehen müssen oder so. Zum Glück waren wir dort schon. So, und jetzt einfach hier durch, oder wie? Plötzlich kommst du mal kurz. Finde ich cool, wenn du da gerade kommst. Komm schon. Weil ich habe keinen Bock, gegen Ertrunkene zu kämpfen. Definitiv nicht. Seht ihr? Da kann ich jetzt easy straight vorbeirennen. Weil ich's kann. So, und jetzt muss ich danach suchen, oder was? Ja, ratet mal. Direkt bei diesen Wichsern, ne? Oh, fuck. Ich wollte eigentlich Gwen aktivieren. So. Jetzt will ich mal gucken, was du oder ihr so könnt. So, einmal. Mach mal. Bumm, bumm. Und bumm, bumm. Super. So können sie sich selbst ausnocken. Und wo soll jetzt in diesem
ganzen Scheiß was sein? Wollt ihr mich verarschen? Es kann bis hier hinten sein. Oh Gott, ein ganzes Sumpfgebiet absuchen. Ich wette, ganz am Anfang war was, aber... Hey! Hey da, Meister! Bleib weg vom Nebel! Warum? Wenn dir das Leben lieb ist. Nee, nee, ich bleib nicht weg. Ich komme hier und plündere mal. Und was hast du mir zu melden? Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne. Und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um. Und ich sah Augen wie glühende Kohlen. Und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid. Nachtaktiv. Der erste Angriff. Weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr. Als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht. Aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen. Und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend. Um jedoch beim Thema zu bleiben. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Okay. Machen wir danach, aber jetzt erstmal hier durchsuchen, wenn wir schon gerade hier sind. Wären ja jetzt blöd. Wenn wir schon gerade hier sind. Ah, da. Okay. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. So, jetzt mit dem Weideler reden. Oh Mann, ist der weit entfernt. Dann gucken wir jetzt noch gerade die Quest an. Was Freiwilliger. Nicht wirklich gerade. Ist das ein Hexauftrag? Kreischling. Oh Mann. Wo müssen wir was machen? Das Ding im Sumpf. Dann gehen wir zum Ding im Sumpf. Wenn wir schon gerade auch hier sind. Es gibt noch viele Hexaufträge, die wir noch gar nicht anpacken dürfen. Weil wir einfach viel zu schlecht sind. Weil ich kann keinen Level 20er Charakter besiegen. Vergesst es. Zwei Schläge und ich bin down. Mindestens. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Das Auge des Sumpfes. Okay. Das durchsuchen wir doch mal. So. Rennen wir die Kleinen mal nieder. Ah, verdammt. Super. Nice. Dafür bin ich halb tot. Eine Illusion. Was heißt hier eine Illusion? Aha. Und was heißt es genau? Gucken wir mal nach. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Mhm. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Okay.
Dann finden wir mal heraus, was... Das ist kein gewöhnlicher Nebel. ...dort so vor sich der geht. Der Geruch, fast metallisch. Fast metallisch hier. Mehr als looten können wir gerade nicht. Ah, hier. Die Leiche ist schon fast ganz verwest. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Oh, nee. Das ist der Quatsch. Ich glaube, das ist unser erster richtiger Gegner momentan. Ich bin gespannt, ob wir gegen den überhaupt eine Schnitte haben. Aha. Egal, wo wir durchgehen, wir würden... Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Zum Gift kommen oder auch nicht. Gut. Wir haben auf jeden Fall die Höhle des Neblings gefunden. Wir speichern gerade. Weil, ja, ich habe keinen Bock, alles nochmal zu machen. Nebling? Ja, klar. So. Nein, nein, nein. Einfach nicht. So, der erste Nebling ist weg. So, das ist sehr gut. Muss der Nebel sein. Wir looten die mal. Gibt's hier noch mehr zum Looten? Auf jeden Fall mehr Schemas. Oh. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich aktiviere nochmal Gwen. Zur Sicherheit einfach. Neblinge sind mies. Das muss ich schon zugeben. Zum Glück war ich vorhin noch beim Schmied. Und habe meine Schwerter repariert. Oh Mann. Ein alter Nebling. Hässliches Vieh. Hässliches Vieh. Nein, verpiss dich. Zum Glück kannst du dich nicht regenerieren. Sonst wäre das jetzt völlig kacke. Und wenn man dich ein wenig taktisch angeht, geht das sogar sehr gut. Muss man ganz ehrlich gestehen. Na, wo willst du kommen? So. Das war's. Wow, 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 wow. Fuck you, bitch. Na, 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 na. Na. Verdammt. Ich habe nicht mehr viel Leben mehr. Wo könnte der Hurensohn sein? Der Huso. Der Huso. Ah, jetzt kommt er wieder mit seinen Kollegen hier. Nein. Ich darf nicht greedy werden. Nicht greedy werden. Ich darf nicht greedy werden, sonst bin ich tot. Aber wenn er zu greedy wird, ist er tot. Jetzt kommt im wahrsten Sinne des Wortes auf das richtige Timing an. Halleluja. Das war knapp. Puh. Das Herz schlägt bei mir höher, auf jeden Fall. Macht's nach. Underleveled. Sowas geht ja noch. Easy. Wie gesagt, wenn man taktisch arbeitet, auf jeden Fall. Aber die meisten überlegen dann nicht taktisch und bekommen mörderisch auf die Fresse und fragen sich dann noch, warum ist mir das passiert?
Tja, warum wohl? So, was ist hier hinten noch? Nochmal ein Ausgang. Hier hätte es 3 Ausgänge gehabt. Aha. Sehr interesting. Ah, da hat's mein Schatz. Yep, jetzt bin ich zufrieden. Bären-Silberschwert oder so. Jetzt bin ich zufrieden. Hol dir die Belohnung für die Ergreifung des Neblings ab. Auf jeden Fall mache ich. Ah, hey, Plötzi, du spawnst mal neben mir. Wie edel von dir. Weiter so, Plötze. Ja, weiter so, Plötze. Da bekommst du echt mal ein Leckerli für. Aber so bist du leider nicht immer. So. Gibt es was Neues? Das Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird das Dorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Nimm sie und leb wohl. Moment mal, das ist weniger als vereinbart. Meister Hexer, die Bestie hat mich vom Torfsammeln abgehalten. Und ich habe ja eine Familie zu ernähren. Mir fehlen nur noch ein paar Kronen. Dann kann ich neues Werkzeug kaufen. Hab Gnade. Ich werde dich bezahlen. Ich zahle das Doppelte. Aber erst in einer Woche, wenn ich die Verluste wettgemacht habe. Also schön. Aber denk daran, dass ich daran denke. Du wirst nicht dran vorbeikommen zu zahlen. Danke, Hexer. Hab Dank, Herr. Melitele segne dich. Mögest du fruchtbar sein und ich... An die Arbeit. Du hast nur eine Woche. Der hat nur eine Woche und dann muss er unser Geld ready haben. Sonst werden wir sauer, auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal auf der Weltkarte, wo am schnellsten eine Schnellreise vorhanden ist. Leider wieder erst dort. Schade, schade. Schneller. Das heißt, zurück zu der alten Oma und dann... Ja, könnte man so sagen. Ja, zu der alten Oma und dann zum alten Opa, zum Weidala und ihm Bescheid geben. War auf jeden Fall mal ein spannender Part, muss ich gestehen. Weil, ja, ich komme nicht jeden Tag an meine Grenzen. Und das war so meine Grenze gerade. Gegen 3 von ihnen möchte ich es nicht aufnehmen, nicht zwingend. Zumindest jetzt noch nicht. Ich kehre es auch sicher nicht mit meinen jetzigen, wie soll ich sagen? Mit meinen jetzigen Level an Starkes ran oder so. Wäre so ziemlich Bananen im Kopf dann. Und danach beenden wir den Part, haben wir auch schon 23 Minuten. Und da wir heute schon einen richtig geilen Kampf wieder mitbekommen haben, sollte das auf jeden Fall genügen. Wenn wir jetzt einfach das abschließen, was wir gerade noch offen haben. Das Geld hole ich dann mal offscreen ab bei den Kollegen. Läuft ja zum Glück nicht ab. Hauptsache die Mission ist cleared. So, Weidala. Wir müssen mal mit dir reden. Weißer Wolf, weiser Wolf. Was braucht der Wolf? Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weidala. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht, den kann der Weidala austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidalas Sache nicht. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden.
Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat, der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt, ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Hexer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Coole Sache. Und damit danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mit einer neuen Mission, wahrscheinlich werden wir den Kreischling angehen. Sieht ganz so aus, Freunde. Weil neben Quests hier, warte mal. Ich mach das oben mal zu, dann haben wir noch die hier. Ja, Nebenquest. Fliegende Fäuste können wir ja nicht machen. Die meisterliche Rüstungsschmied können wir auch nicht machen. Weil der erstens in Skellige ist und zum zweiten guckt auf welchem Level. Und gewinnt. Naja, die mache ich offscreen, weil ich zeige euch das große Turnier. Freiwilliger. Schau dich in der Umgebung um. Ha, was will der mir damit sagen? Hab ja noch eine Weile, bis auf Level 13, ne? Aber wir haben hier noch ein Monster im Wald. Sprich mit dem Kommandanten des Wachpostens bei der Brücke nach Novigrad. Obwohl ich nicht verstehe, warum das noch in Wählen ist, keine Ahnung. Und dann machen wir den Kreischling, die lustige Witwe und noch das Ding aus dem Sumpf. Also ja, das hole ich offscreen, sorry. Ja, dann haben wir das vorerst gemacht, das was in unserem Bereich des Möglichen liegt. Also, tüdelü!